Show, Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren Video. Mit dabei ist heute, oh mein Gott, Alter, eine Frisur, die gar nicht sitzt an der Stelle. Hier muss man das ganz kurz mal korrigieren. Mo, ich rede von deinen Haaren, die sehen nämlich absolut beschissen aus. Mit dabei ist heute, was ist, leg die Schokolade hin. Ich will die essen noch, Mann, Junge, das ist so unnötig. Die ist noch ganz. Leg diese. Die ist wirklich noch ganz. Ja, die ist ja auch aus Stein. Ja, Steinolade. Hallo. Leute, wir gucken heute, wie YouTuber, wenn sie sich zusammentun würden, also nochmal, wir gucken heute, Leute, wie die Babys von YouTubern, wenn sie sich dann zusammentun würden, aussehen könnten. Ich würde sagen, wir nehmen an der Stelle einmal Lucy Cat und Mo, denn Mo und Lucy Cat sind auf jeden Fall, oh, das war Monte aus Versehen, das war falsch, wir nehmen einfach mal ganz kurz Mo an der Stelle. So, und wir gucken einfach mal ganz kurz, could not detect partner's face. Alter, Mo, das wäre euer Baby, guck mal. Guckt schon ein bisschen krank. Also ganz ehrlich, wird's würdest du es gerne behalten wollen, nein, oder nicht? Nein, abgeben. Abgeben an wen? Flohmarkt. Gibt es sowas für Baby? Baby-Flohmarkt. Baby-Flohmarkt, ja. Mhm. Also ich finde es eigentlich ganz süß, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das echt ein sehr, sehr süßes Kind. Und ich glaube, dass ihr dabei echt glücklich werden könntet. Schauen wir mal ganz kurz weiter, meine Freunde. Das war auf jeden Fall Mo an der Stelle mit Lucy Cat. Mo, mit wem möchtest du noch ein Baby bekommen? Mit Julia. Mit Julia Beautics? Ja, ja? Okay. Zwei. Und Make a Baby. Und es ist... Kleiner. Das ist einfach ein Teufel, Junge. Kommt einfach Simon Unge raus. Digga, das ist Gamers Time. Okay, das geht gar nicht. Warum soll das rote Haare bekommen? Hä? Du hast doch auch rote Schamhaare. Okay, nee, vielleicht, also, Julia, also wie gesagt, wenn du ein rothaariges Kind haben willst, melde dich auf jeden Fall bei Mo. Ich würde sagen, Mo, wir versuchen mal ganz kurz, was dabei rauskommt, wenn du mit Kevin Wolter ein Kind machst. Schauen wir mal ganz kurz an der Stelle. Oh. Ich würde sagen, auf geht's. Ja, Kevin Wolter und Mo, das funktioniert leider nicht. Ich würde sagen, wir nehmen mal ganz kurz wen anders. Wir nehmen einmal Simon Unge und Mo. Guck mal, was daraus kommt für ein Baby, das würde mich auch mal interessieren. Hä, macht doch voll Sinn, oder? Kann es sein, dass das totaler Müll ist, dieses Spiel? Ich liebe Kinder! Also, oh, das war ein bisschen, kann man wieder falsch verstehen. Nee, passt schon. Aber warum hat das Kind auf einmal asiatische Augen? Also, okay, alles gut. Ich habe einen asiatischen Puller, Mann. Ja, das stimmt, der ist ziemlich... Normal, so wie Puller meiner Nummer sind. Okay, wir nehmen einmal Anise Duck und wen tun wir dazu? Wen mixen wir rein, Alter? Monte? Ja. Okay, Anise Duck und Montana Black, Alter. Boah. Schauen wir mal, was da rauskommt. Montes Gesicht konnte nicht erkannt werden, Leute. Ich weiß nicht genau warum, wahrscheinlich wegen den Face-Tats. Schauen wir nochmal, ob das funktioniert. Nee, Monte ist einfach nicht vom Programm erkannt worden. Montana Black an der Stelle müssen wir jetzt hier nochmal raufsuchen, Alter. Mein Gott, suchen wir ein aktuelles Bild von ihm. Nee, komm, nehmen wir das Bild hier. Das ist doch super. Das passt da perfekt da rein. Und dann nehmen wir dieses Bild hier von Monte. So, schauen wir mal ganz kurz. Das wird aber jetzt wohl funktionieren, nehme ich an. Und die beiden kriegen ein Kind und das sieht so aus. Was? Das sind ja die hässlichsten Kinder der Welt, die dabei rauskommen. Ich frage mich ja auch. Wie das berechnet also wird, das oder? Sind ja wirklich echte Kinder. Wer, nee, also das. Haben, nee, das wird generiert. Das wird schon generiert. Das ist eine AI. Das ist generiert. Digga, das sind doch keine echten Kinder, Alter. Ja, die haben einfach irgendwelche Kinder auf der Straße heimlich fotografiert und sind Junge, wenn drin. Das Kind auf der Straße so aussehe, dann würde ich davor weglaufen. Ich würde das nicht fotografieren. Wie so ein Horrorfilm, so eine Puppe, die einfach angerannt kommt. Ja, aber vielleicht passiert ja genau das, wenn die beiden ein Kind bekommen. Man weiß es nicht, Alter. Okay. Gucken wir mal weiter, meine Freunde, wenn wir noch haben. Ja, siehst du, ist hier so eine... Ist hier, wird alles berechnet, Digga. Nee, das funktioniert schon. Das funktioniert schon. Also schon eine AI, die dahinter steht. Nehmen wir mal ganz kurz Montana Black und wen packen wir dazu? Lucy Cat. Auch eigentlich interessant. Gucken wir mal ganz, was dabei rauskommt. Das kann doch ein schönes Kind werden eigentlich. Warum sehen die denn alle so gruselig aus? Hat das auf dem Kopf? Hä? Das ist eine Ente. Ein Entenkostüm. Ah, die kriegen eine Ente. Ja. Weißt du warum? Warum? Quack. Weil Monte immer so viel raucht. Dann hat er irgendwann... Keine Ahnung. Hä? Okay, nehmen wir mal ganz kurz Jan Meyer und Regina Hicks. Schauen wir mal ganz kurz, was dabei rumkommt. Finde ich auch auf jeden Fall interessant. Was ist das für eine Seite, Alter? Die werden ja immer generiert und das... Der Kopf ist einfach so groß. Wie kann ein Kopf so groß sein? Das hat so hässliche Haare, das Kind. Das ist so geil, dass die einfach wirklich generiert werden, diese Kinder von dieser AI, Alter. Das ist richtig, richtig nice. Ja, aber ganz ehrlich, würdest du adoptieren? Ja. Oder raus damit? Nö, adoptieren. Ja? Okay, sehr gut, okay. Ich würde mich halt jeden Tag über das Kind lustig machen. Okay, schauen wir mal ganz kurz, wie das Kind von Jodie Calussi und... Mo. Jodie Calussi aussieht. Okay, gucken wir mal ganz kurz. Kann ja nur schön werden. Was macht überhaupt gar
gar keinen Sinn. Okay, wenn jetzt Jody Calussi und du ein schönes Bild, ein Kind bekommen, dann muss ich auswandern, dann reicht's mir. Okay, gucken wir mal ganz kurz, was Jody und du daraus machen würden. Und los geht's, gucken wir mal ganz kurz. Hä? Hä, sieht ja voll normal aus. Das hatten wir schon. Echt? Ja. Echt, genau das Kind hatten wir schon? Nein. Doch. Nein, hatten wir nicht. Doch. Hör auf, das Video kaputt zu machen. Nehmen wir mal ganz kurz Simon Unge und... ich weiß gar nicht, wer das hier alles ist. Das ist auch Regina hier, glaube ich. Das ist Julia Bühling. Vanessa, oder? Vanessa, komm, wir gucken mal ganz kurz. Meinst du nicht? Könnte schon klappen. Alter. Junge, das egal, sieht, mit ey, das wem sieht, Simon Kind macht, das wird einfach nicht schöner. Das ist so gruselig. Meinst du, das ist die Simon-Unge-Theorie? Ja. Okay, wir versuchen es nochmal. Wir versuchen es mal mit Mrs. Bella. Simon Unge, Mrs. Bella. Only JPEG-Files are allowed. Okay, dann nehmen wir das hier. Leute, diese App ist absolut broken. Die ist absolut broken. Okay, versuchen wir mal ganz kurz Simon Unge und Pamela Reif. Komm schon, da wird aber jetzt was Schönes bei rumkommen. Kann nicht sein, dass jedes Kind von Simon Unge... Siehst du? Das ist immer das hässliche Kind, ne? Ja, bei Simon Alter. Ist es egal. Alter, okay. Jetzt aber hier. Simon Unge und Montana Black. Da kann ja noch was Schönes bei rumkommen. Okay. Ich habe auch richtig Angst. Wow, fuck, Alter. Oh mein Gott. Aber Simon hat immer den gleichen Mund. Siehst du das? Der kriegt immer den gleichen Mund zugerechnet. Okay, dann nehmen wir mal den schönsten Menschen, den ich kenne. Justin. Gucken wir mal ganz kurz. Simon Unge und Justin gemeinsam. Die Haare. Was ist das, Alter? Das ist Spaghetti als Haare. Das ist Tingeltangelbob, sein Vater, Junge. Was ist das? Oh mein Gott, okay. Ich brauche auf jeden Fall mal ein Bild von mir. Warte mal. Revi. So, dann nehmen wir mal ganz kurz mein letztes Instagram-Bild. Oder sollen wir das hier nehmen? Ja. Komm, wir nehmen das hier einfach mal. Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Dann nehmen wir mal ganz kurz mich. Und Jody. Und Jody Calussi. Nehmen wir mal das Bild hier. So, dann gucken wir mal ganz kurz, was da rauskommt. Ich glaube, das wird ein schönes Kind. Gut. Viel Spaß. Ich werde euch dann nicht mehr besuchen. Wenn dein Kind so aussieht, dann hast du ja absolut reingeschissen im Leben. Dann hast du ja absolut reingeschissen. Was kommt da halt bei dir raus? Alter, nee, warte. Wir nehmen mal ein anderes Bild von Jody, dann zeige ich dir nämlich, was da rauskommt, Alter. Was ich nämlich für schöne Kinder machen kann. Ich zeig dir das jetzt mal. Weil das wird nämlich das schönste Kind, was wir bis jetzt gesehen haben. Guck. Ganz normal, siehst du, es lag nämlich an Jodys Bild, nicht an meinem. Ganz normal. Ja, also es schielt ein bisschen so, aber ist noch, im Gegensatz zu den Simon, also den Dingern, die Simon da rauspresst, echt normal, ja, oder? Ist schöner, ja. Ja, das stimmt schon, okay. Gucken wir mal ganz kurz, was Paluten, Shanti, mal gucken, was dabei rauskommt, würde mich auch mal interessieren, Alter. Ja, sieht eigentlich fast normal aus. Also hätte es ein normales Gesicht, würde es passen irgendwie so. Ja, aber irgendwie ist halt, die Stirn und sowas ist was ganz anderes, Alter, es ist mehr ein Alien-Junge. Gucken wir mal ganz kurz, wie es aussähe, wenn Paluten mit Lucy Cat, oder? Mhm. Gucken wir ganz kurz, was Paluten und Lucy Cat daraus machen würden. Ich denke mal, das sieht gut aus. Das ist jetzt das Schönste. Das stimmt. Meinst du, wir sollen das sieht halt im Gesicht schon ein bisschen erwachsen aus, aber irgendwie auch nicht. Es sieht halt aus, als wäre es gleichzeitig 5 Monate und 50 Jahre alt. Ja. Man weiß es nicht, aber Alter. Das ist das Schönste bisher. Ja, das stimmt schon. Also das finde ich auf jeden Fall ganz gut. Okay, wir machen mal mit Paluten weiter. Paluten und Mrs. Bella. Mach mal Abdel. Paluten und Abdel. Okay, da schauen wir mal ganz kurz, ob das Baby einen Bart bekommt. Mal gucken. Schauen wir mal. Ja, mit Abdel ist keine gute. Sieht süß aus, aber ist nicht so ganz geil. Also kann man machen auf jeden Fall. Könnte man versuchen. Und dann schauen wir mal. Ach Gott. Ach Gott, Alter, was war das denn jetzt? Ja, moin, okay. Gut, dann nehmen wir mal ganz kurz Paluten und Julia Beautics. Also ich glaube, Paluten und Blond, das passt ganz gut zusammen. Weißt du, was ich meine? Kommt immer was Gutes bei. Siehst du wieder das? Ja, ne, ist süß. Okay, ist cool, das ist cool. Dann nehmen wir an der Stelle doch nochmal Abdel, ganz wichtig. Abdel gemeinsam mit Pamela Reif. Komm schon. Also da muss eigentlich... Das sind beides sehr schöne Menschen, die ich kenne, auch vom Charakterlichen her. Oh Gott, das ist so eine Charlotte, oder? Alter, so. Was ist... Das ist eine richtige Gisela, oder? Nee, Charlotte. Charlotte oder Luisa? Konstanze. Konstanze? Konstanze. Ich will eigentlich gerne was mit Kevin Wolter machen. Gucken, ob da so ein muskulöses Baby bei rauskommt. Du musst ein anderes Bild von dem nehmen. Okay, nehmen wir mal ganz kurz InScope und Mrs. Bella. Auf jeden Fall ja auch ein interessantes Gedankenspiel, weil die beiden, seien wir mal ehrlich, Jungs, ihr müsst irgendwie an Oma zum Schluss kommen, ja? Also es wird auf jeden Fall Zeit für ein Baby. Und das Baby sieht so aus, tada! Bob der Baumeister oder was? Ja, also ich glaube halt, das liegt daran, dass halt Nico tatsächlich sehr viel Sekt Plus mittlerweile zu sich nimmt und das halt auch die Augenpartie von folgenden Kindern auseinanderdriften lässt, ne? Also das sieht halt absolut nicht menschlich aus, oder? Würdest du so ein Kind auf der Straße anspucken? Ja. Ja? Wir können ja mal versuchen, ein anderes Bild von Mrs. Bella zu nehmen. Vielleicht nehmen wir das hier einfach mal. Ja, irgendwie wird es nicht besser. Das Kind guckt immer ein bisschen wie Hände auf Platten in seinen Videos. Gucken wir mal InScope und Paluten, da kommt sicherlich was Geiles bei rum. Ja, es hat irgendwie so einen sexuellen Vibe. Weißt du, was ich meine? Es guckt sich so an. Gucken wir noch einmal, ob Simon Unge nicht doch ein schönes Baby machen kann. Und zwar mit InScope zusammen. Weil ich glaube, hast du nicht auch schon immer diese Verbindung gespürt zwischen den beiden? Nee. Also ich auch nicht, ne, genau. Okay, gucken wir mal ganz kurz. Vielleicht ist auch Simon einfach die Frau in dem Falle. Dann ist es vielleicht einfacher. Oh, Alter.
Ey, Leute. Stell dir mal vor, ich weiß du bist nicht. Im Krankenhaus, dann kommt das Ding raus. Mit der Mütze aber. Mit der Mütze, Junge. Boah, ja, irgendwie ist da mit Unge nicht, das funktioniert nicht so gut. Okay, versuchen wir es nochmal mit Justin und Regina. Ich glaube, das ist auch noch ein ganz süßes Paar, das könnte ganz gut funktionieren. Gucken wir mal ganz kurz an der Stelle hier. Ja, irgendwie, ich weiß, also die Kinder haben alle so komische Dellen im Gesicht, ja, ne? Aber weißt du, wo das schönste Baby kommt? Wo denn? Wenn du mich und hier die Ex-Freundin von KS Freak machst. Und so, ich, die? Da kommt, kann nur das schönste Kind auf der Welt rauskommen. Okay, gucken wir mal ganz kurz, was dabei rumkommt. Ja, ist doch ein niedlicher Jonas. Ja, sieht halt schon ein bisschen retarded aus, muss man ganz ehrlich aber sein, ne? Schöne Augen. Warte, wir lassen es nochmal generieren, mal gucken, ob das nächste besser wird. Ist wieder dasselbe, die Augen sind einfach schön. Ja, ist es okay, ist es okay. Voll süß. Ja, es ist okay. Also ich glaube, ihr beide werdet auf jeden Fall auch ein guter Fit. Also du und Julia, das funktioniert. Dann versuche ich mal ganz kurz hier mit ihr auch mal ein Kind zu machen. Ich habe ja bis jetzt auch noch mit Jodie ein Kind gemacht. Das ist natürlich langweilig. Gut, das lassen wir da. Gut, okay, das war keine gute Idee. Dann versuchen wir das an der Stelle hier nochmal mit Vanessa. Vielleicht kriege ich wenigstens mal Vanessa was Gescheites auf die Welt gesetzt. Ansonsten, nee, Leute, ich bleib bei Jodie. Das passt schon. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein guter Pick gewesen, dass ich da mit Jodie zusammenarbeite. Das haut schon hin. Zu guter Letzt würde ich gerne einfach wissen, wie es aussieht, wenn Montana Black ein Kind mit Montana Black bekommt. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die mich wahnsinnig interessiert. Schauen wir mal ganz kurz, wie das aussieht. Ja, es funktioniert nicht. Wir brauchen ein anderes Bild von Montana Black. Montana Black und Montana Black, das Baby sieht folgenderweise aus. Absolut gruselig. Absolut gruselig, meine Freunde. Ich würde sagen, es ist besser, wenn wir niemals Kinder bekommen. Abgesehen von Jodie Mir, denn da hat es geklappt. Bei den anderen, wie gesagt, du und Julia oder vielleicht Jenny, keine Ahnung, genau. An der Stelle, meine Freunde, gehen Grüße raus an euch alle. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auf jeden Fall bei Mo vorbei. Ich derb auf eure zukünftigen Kinder und nutzt meinen Creator-Code in Fortnite. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.